Das ist Rachel. Und sie liebt es zu shoppen. Sie weiß, was sie will. Sie hat das perfekte Kleid gefunden. Aber sie möchte es am liebsten schon morgen früh geliefert bekommen. Kein Problem. Sie holt es einfach in der Filiale in ihrem Ort ab. Aber als sie in das Geschäft kommt, stellt sie fest, dass der Artikel verkauft wurde. Oder sehen wir uns David an. Er möchte sich gern eine neue Jeans kaufen, aber im Regal findet er seine Größe nicht. Obwohl seine App angibt, dass die Jeans auf Lager sein soll, sagt der Verkäufer, dass die Jeans nicht vorrätig ist. Bietet aber an, dass er vorsichtshalber noch einmal nachschauen kann. David steht derweil herum und wartet. Und wie steht es mit Emma? Sie liebt dieses T-Shirt. Aber dann fällt ihr ein, dass sie es zum heruntergesetzten Preis im Onlineshop gesehen hat. Leider kann ihr die Verkäuferin nicht den Onlinepreis gewähren. Dies sind typische Beispiele für die Dinge, die Kunden verschiedener Vertriebskanäle so richtig unglücklich machen. Können Sie diese Fallstricke vermeiden? Die Unfähigkeit, den Kunden in der gewünschten Weise und zum gewünschten Zeitpunkt zu beliefern. Eine unzuverlässige Ausführung eines Click-and-Collect-Auftrags. Unzureichende Verfügbarkeit im Regal und mangelnde Genauigkeit der Lagerbestände. Schlecht informiertes Verkaufspersonal im Laden. Uneinheitliche Handhabung von Preisen und Sonderangeboten. Vermeiden Sie diese Fallstricke. Lassen Sie sich von CETES darüber beraten, wie Sie den Wandel von entgangenen Umsätzen zum erfolgreicheren Geschäft vollziehen. Weitere Informationen finden Sie auf cetes.de.